Die reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo, heute mal ein kleines Aufklärungsvideo. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, die mir doch dann zu denken gegeben haben. Naja, ist ja alles neu, ne? Nützt ja nicht. Und zwar, ich habe es jetzt hingekriegt, die Schaltung so aufzubauen, dass es zumindest mal 20 Mal funktioniert. Wenn das jetzt im Video abkackt, muss ich halt die LEDs wechseln, aber ich glaube, es funktioniert jetzt. Als allererstes. Fangen wir mal mit dem Emo seiner Frage an oder seiner Erklärung. Besser gesagt, also bitte jetzt hier, ne, mein Guter, nicht falsch verstehen, aber das müssen wir schon aufklären, weil das lesen ja die Leute. Und zwar denke ich, dass er davon ausgeht, wenn ich den Kondi lade, also wir laden ja immer den Kondi hier. Am besten guckt euch das Video nochmal an, ich verlinke das nochmal in der Beschreibung. Wir laden ja den Kondi, dass der Kondi eben nicht mitgeladen wird. Und Emo meinte, dass das dadurch kommt, dass ja beide Kondensatoren geladen werden. Ne? Das will ich euch jetzt mal fix zeigen, dass das nicht der Fall ist. Also zumindest nicht im Beginn der Geschichte. Kann nicht sein, dass hier noch Spannung drauf ist auf dem Kondi, weiß ich nicht. Hoffentlich nicht zu viel. Na gut, 90 Millivolt. Das steigt jetzt auch ein bisschen. Ihr wisst ja selber, die Kondi, manche laden sich auf, manche nicht so ein bisschen. Ne, hier sieht man das. Man kann sagen, es ist null. So, ich düse jetzt euch auch nochmal nullen. Dass man, ne, sonst sagt er wieder, ah, jetzt 100 Millivolt. Ihr seht, ich habe jetzt genullt. Jetzt ist bei, es fängt es halt wieder langsam an zu steigen. Vielleicht ist das so ein Messfehler oder meine Lampe, die hier, ist auch egal. Wichtig ist, wir gehen jetzt hier mit 13 Volt hier plus, hier minus an den ersten Kondensator, also an den Kondensator. Es steigt jetzt ein bisschen schneller, wahrscheinlich leckt es ein bisschen in der Schaltung. Ihr seht jetzt 200 Millivolt, ne? Weil ja hier ist ja noch die Diode, ne? Also der Strom kann jetzt am Anfang nicht, jetzt ist sogar schon auf 0,4, oh, jetzt bin ich gerade hier irgendwo rangekommen, glaube ich, ne? Das ist dann mein Labornetzteil, das müsst ihr euch dann mal wegdenken. Wir machen es jetzt, also, müsst du noch mal nullen, ne? Also wenn ich hier lade, hier müssten ja jetzt 13 Volt anliegen. Da ist das Labornetzteil. Ich gehe mit 13 Volt rein. Ne? Das sind 200 Millivolt. Und da könnte ich es ja jetzt geladen. Also die Erklärung, dass das daran liegt, weil ja beide Kondis am Anfang geladen werden oder so. Das, vielleicht habe ich das so falsch verstanden, Emo. Keine Ahnung. Aber wenn ich das so lese, lese ich das erstmal. Ne? Wahrscheinlich hast du die Diode übersehen oder ich hatte in dem Video, weiß ich jetzt nicht, ich hatte es auch mal ohne gezeigt. Spielt ja jetzt so erstmal keine Rolle. Und zwar, ich habe es jetzt wie gesagt so hingekriegt, dass es funktioniert. Und ich mache dann auch mal eine englische Version, hoffentlich hält es so lange. Und wir gucken uns mal die Ostsee-Bilder an. Weil, mir heute erst klar geworden, danke nochmal für den Kommentar, heute Vormittag, von wegen, was ich da zeige und halt die Fragen, die waren sehr gut, weil mir ist dann klar geworden, ey Jungs, ich zeige ja nicht nur ein Back-EMF, ich bin schon im Englisch, ne? Ich zeige ja auch den EMF. Das ist mir gar nicht klar gewesen, Digga. Jawohl. Beziehungsweise ich habe halt auch nicht drüber nachgedacht. Gut. Und zwar machen wir das jetzt so, genau. Ich hatte es jetzt so geplant, wir machen jetzt nochmal einmal ohne Licht. Also die LEDs sind wieder antiparallel. Und ja, eine Diode halt in die zwei Kondis, ne? Seht ihr ja. Ab da am Schaltplan, da ist ja jetzt nichts weiter dazu. Action for free. So, das ist mein Kurzschlusskabel, ne? Das tue ich jetzt schon mal vorbereiten und macht das Licht aus, damit wir alles sehen. Diesmal müsste es auch so ein bisschen gehen. Zack. Das geht jetzt ja nicht mal. Doch. Na? Also wir laden kurz die Schaltung, den Kondi. Und dann machen wir den Kurzschluss. Naja, Moment, das geht ja nicht, ne? Okay, ich gebe mal der Spannung da ein bisschen hoch. Warum geht das jetzt wieder nicht? Weil ich es in der Hand habe oder was? Ach. Ja, jetzt. Okay, ich darf es so nicht in der Hand halten.
Zack. Weiß nicht, ob man es gesehen hat. Es geht irgendwie auch nicht immer. Tja, ich hoffe mal, es war jetzt drauf, dass eben beide LEDs leuchten. Geht irgendwie nicht immer. Also Plus und Minus Halbwelle. Jetzt habe ich mir so gedacht, ich hatte das schon gemessen, ich habe es auch nicht auf Video, ich zeige das euch jetzt auch nochmal. Zum Glück hatte ich es nicht auf Video, weil ich es eben auch falsch interpretiert habe. Und zwar, wir messen jetzt mit dem Oszilloskop mal, was denn hier in dem Moment auf diesen Kondensator passiert. Da kann man ja dann Rückschlüsse, es ist ja ein Schaltkreis, sage ich mal, da kann man ja Rückschlüsse ziehen. Der Test, ich stelle mein Oszi jetzt mal auf Aufzeichnung. So, Oszi-Aufzeichnung läuft. Und wie gesagt, wir gucken uns jetzt mal an, was auf dem Kondensator passiert. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Also immer ran, entladen. Das war es ja im Grunde genommen schon. Ja, da haben wir es. Ich zeige es euch, hänge ich jetzt mal aus, dass ihr seht, dass ich nicht bescheiß. Es läuft noch, ne? Ich halte jetzt an. Kann man ja. Na, ah, war schon ein bisschen zu spät. Naja, egal. So, dann haben wir hier einen Ausschlag von ungefähr, naja, 1 Volt. Ne? Und ich würde jetzt mal sagen, ob das richtig ist oder nicht, ist, dass das der EMF ist. Und dann haben wir einen Back-EMF, den kennen wir ja. Aber das ist der EMF. Wenn das quasi die eine Halbwelle, die eine LED leuchtet, also vermutlich, wenn in dem Moment, wenn es angeht und wenn es an ist, in dem zündet dann die andere. Also es ist, wahrscheinlich müsste man noch näher reinzoomen oder so. Also ich würde sagen, es ist doch fast zeitgleich. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so schwer gewesen, dass 100 oder 100 Jahre Kinder das gemerkt hat. Ich weiß es nicht. Ne? Ist nur eine Vermutung. Und da seht ihr es auf jeden Fall mal. Also, ne, wir haben halt, wir dürfen nicht vergessen, warte mal, wir messen ja AC. Wobei, das spielt jetzt, glaube ich, keine Rolle. Ne? Wir können es ja jetzt spaßenshalber nochmal mit DC machen. Ja, warte mal, 2 Sekunden reicht. Ne, also kurz laden. So ist es gleich geiler, da seht ihr, was ich sehe. Ja, geht dann doch noch nicht. Immer geht's, immer geht's nicht. Diesmal ging's. So. Ey, guck mal, da ist sogar noch geladen, oder was? Ich mach mal Stopp. Also hier sehen wir jetzt, ist jetzt DC gemessen, die Ladung. Oh, aua. Ja, und wir haben sogar. Ja gut. Na gut, Amplitude war in, ja, also ein Volt bestätigt sich, ja gut, es muss ja ungefähr das sein, was bei AC gemessen ist. Dass quasi beim, in dem Moment, wo das angeht, dass da der EMF ist. Meiner Meinung nach. Ne? Also scheinbar ist es sau einfach, mit so wenigen Stellen das zu zeigen. Ka. Gut, vielleicht hilft es dir ein oder anderen noch. Tschüssi.